Die Family hat jetzt die Nase bis zum Anschlag voll. Aus dem Grund, dass ich merke, dass du homophob bist. Okay. Du hast dich beim Emanuel so geäußert. Was ist das hier? Er, sie, transen, schwul, bisexuell. Ich merke, dass er mit Menschen, die vielleicht seiner Norm nicht entsprechen, und das sind wir auf jeden Fall und unter anderem auch ich, nicht mit klarkommt. Ich kenne dich nicht, ja. Ich habe kein persönliches Problem mit dir, wir haben uns noch keinmal unterhalten. Aber es ist fake für mich. Die Jessie hat zu dir dann gesagt, dass ich mich quasi angegriffen gefühlt habe. Dann kamst du hoch und dann, ey, Bro, du bist doch voll cool. Und Entschuldigung, kauf ich dir nicht ab. Das ist für mich ein Fake. Und ich finde, wir sind alle real. Wir haben alle eine geile Zeit hier. Ich sehe, dass ihr real seid. Ja, und das zieht meine Stimmung extrem runter. Die Leute, die immer von real und bla 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 reden, sind immer die, die schlussendlich gar nicht real sind. Ja, du musst auch nicht so blöd lachen, jetzt nur so provozieren. Warum nicht? Ich bin ja real. Du sprichst die ganze Zeit von real und so. Also der Anthony ist auf jeden Fall mega arrogant, mega abgehoben und hält sich auf jeden Fall für was Besseres. Und das passt hier nicht in die Villa rein. Jessie platzt der tätowierte Kragen. Ich hab da unten reingerufen, genau da unten stimmt das, weil du gesagt hast, er, sie, transen. Respektlos. Wenn so ein Yeti von Weitem ruft und sagt, ich bin Homophobie und bin das und mich die ganze Zeit beobachte, ich sage meine Meinung direkt. Aber gegen dich jetzt, gegen trans, Schwule, habe ich gar nichts. Ich hatte einen schwulen Onkel und ich kenne Freunde, die sind schwul, alles. Ich finde, sie fühlt sich schnell angegriffen. Ja, lass schnell durchgehen. Eigentlich ist das gar nicht notwendig, denn Anthony will ja schon selber gehen. Ich bin gespannt, was jetzt passiert mit Anthony. Ich hatte von Anfang an gesagt, ey, eigentlich cooler Typ. Ich finde, man sollte Menschen eine Chance geben. Und er hat die Chance verdient, weil ich glaube, er ist eigentlich ein korrekter Typ so. Ja. Warum? Ich will nicht, dass du gehst. Okay, ja, nein, Yasin sagt nein. Wer gehen will, darf gern auch einfach gehen. Aber so erfährt Anthony wenigstens, wie sehr die anderen ihn mögen. Also ich bin dafür, dass er geht. Jessie, ja. Bailey? Ja, ja. Ja, Gina aber ist auch Family. Was sagst du? Sie hat gesagt, ja. Ja. Okay. Aber wenn du natürlich gehen willst, ich respektiere deine Meinung, dann geh. Geiles Ziel. Ja. Okay, ja. Schön. Bye, bye. Na gut, ist dein Team. Aber das muss doch nicht das Team entscheiden. Wenn ich jetzt sagen würde, ich will auch gehen, dann kann ich ja auch gehen. Ja, klar. Das müssen wir nicht entscheiden. Wir haben es jetzt entschieden. Haben wir gerade ein Family-Meeting. Okay. Wir haben es jetzt entschieden und gut ist. Ja. Nennen wir es eine einvernehmliche Trennung. Auf freiwilliger Basis. Ehe er ganz offiziell rausfliegt. Man kann mir gehen jetzt. Schlimm. Ich bin froh, ich kann mich hier nicht identifizieren mit denen. Ich bin froh, dass ich gehen kann und die mich alle rausgewählt haben. Naja, alle waren es nicht. Aber eine gesunde Mehrheit. Das Schlusswort spricht Jessie. Du, Anthony, ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Vielleicht sehen wir uns ja in Hollywood wieder. Hm? Aber nur, wenn Anthony sich in Hollywood auch wirklich wohlfühlt. Sonst wird's für die Amis ganz arg bitter. Gute Heimfahrt und danke für, nichts.